Die Feinde Islam haben das erkannt. Zum Beispiel Schiiten zum Beispiel. Ich meine damit besonders die 12er Imamiten, wo man sie auch Ja'fariya oder Imamiya. Sie sind in der Hinsicht, haben sie sind Feinde des Islam, zweifellos. Sie haben das erkannt, in welcher Hinsicht. Deswegen greifen sie gerade die Generation der Sahaba an. Ihr müsst euch vorstellen, sie erklären die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Yani diejenigen, die den Koran dir überliefern, diejenigen, die dir die Sunna des Propheten überliefern, sie erklären sie alle zu ungläubigen Menschen, bis auf 6 von ihnen. Das musst du dir mal vorstellen. Das heißt, er will dir nicht sagen, aber er will dir eigentlich sagen, oder was er eigentlich vorhat, ist, deine Religion zu zerstören. Er kann es aber nicht direkt, er kann dir nicht sagen, glaub nicht an die Sunna. Was macht er also? Er versucht, dein Vertrauen zu zerstören in die Überlieferer des Sunnah.